schon eine krasse Atmosphäre und eine krasse Stimmung hier, ne, beim Einlauf von diesem Dienst. Ja, voll mit Lichtshow und allem drum und dran. Radek finde ich auch super. The Tough Czech Republic Guy. Ja, das macht es total gut. Fels in der Brandung da unten. Ja. So, erstes Duell Raphael Hampel gegen Terry Rue. Raphael Hampel muss anscheinend gestern mega stark gespielt haben. Spielt einen geilen Oldschool-Stil, also Pinshot, auch auf dem Tornado, obwohl der so glatt ist, der Tisch. Mhm. Gegen Terry Rue. Das ist auch so ein alter Hase, ne? Der ist mit seiner ganzen Familie da. Die Frau spielt bei den Damen, die Tochter spielt bei den. Ja, spielt auch bei den Damen. Genau, also der ist mit der ganzen Family hier, super erfahrener Spieler und. Bei den Amerikanern gibt es ja immer so Side-Trophies, so, also die verleihen immer für alles mögliche Preise. Und da ist Terry Rue nahezu andauernd der fairste Spieler, den es gibt. Also richtig angenehmer Zeitgenosse. Genossin muss man jetzt sagen, ne? Genau. Ja. Und dann haben wir da schon auch ein paar unbekannte Namen oder weniger bekannte. Zum Beispiel James Castillo spielt seine erste Weltmeisterschaft. Also es sind schon Topspieler Ryan Moore, Billy Pappas, Blake Robertson. Also es sind einige gute. Sind auch viele nicht mit angereist. Genau, ja. Also haben die gestern gesagt, viele ihrer guten Spieler und erfahrenen Spieler sind nicht mitgekommen. Und Uli Nico Wohlgemuth gegen Tony Spreademan. Das wird ein absolutes Fest, weil die beide sind derart schnell mit der Kugel unterwegs. Da freue ich mich richtig drauf. Und das war schon mal ein World Series Finale. Also auf so einem ganz großen internationalen Turnier war das schon mal Finale. Und wie ist es da ausgegangen? Da hat Tony Spreademan knapp gewonnen, ist aber schon ein paar Jährchen her. Ja. Also Nico Wohlgemuth, der Hamburger, hat schon einen Sprung gemacht auch. Genau, da ging es knapp für Tony aus, aber da war es halt auch nur auf Leonhard. Aber das wird ein klasse Spiel, also ein absolutes Highlight. Ladies and gentlemen, here in this final area, in the final zone, we have right now a big match. Title holders from 2019, please welcome to the final stage, team from United States of America. On the other side, playing against the team from USA. Please welcome as well to the stage, team from Germany. Please welcome as well the referees on the stage, Marcel Glaus together with Salzgeber Pascal. Please come. Ladies and gentlemen, I hope you will enjoy this match, this great show here in this final zone. And it's time to start. Nationals of the men's starting right now, semifinals. Das ist schon eine krasse Atmosphäre und eine krasse Stimmung hier, ne, beim Einlauf von diesen Teams. Ja, voll mit Lichtshow und allem drum und dran. Radek finde ich auch super. The Tough Czech Republic Guy. Ja, der macht es total gut. Fels in der Brandung da unten. Ja, muss ich nochmal hier ein bisschen einspielen. Der ist ja komplett verrückt. Mit dem teile ich mir ein Zimmer mit Radek. Und ziemlich witzig, weil der steht jeden Morgen auf, egal wie viele Tage wir schon hinter uns haben und egal wie lange es dann doch wieder gedauert hat, bis dann Ruhe war im Apartment, steht auf und so. Now, come on guys, this is the last day, let's start before performing. Ja, der ist ein Showman. Genau, der hat Bock und die mit Sicherheit auch. Genau, denn da geht es jetzt um Einzug. Da guck mal jetzt die Teambesprechung, das ist der Jörg Hans hier, das ist der Trainer der Nationalmannschaft. Spielt selber auch. Ist selber auch schon Weltmeister. Und zwar nicht bei den Senioren, wie man vielleicht denken würde, der spielt tatsächlich auch doppelt mit dem Marvin Velasco zusammen und sehr, sehr erfolgreich. Genau, war selbst schon Weltmeister in Hamburg.
und ist so bekannt dafür, dass er vor allem einen guten Zugang zu jungen Spielern hat. Also bildet viele junge Spieler immer wieder aus. Genau, absolutes Tischfußballhirn. Genau, ist er nicht umsonst praktisch der Jogi Löw des Tischfußballs oder der Hansi Flick jetzt nach aktuellem. So, ich hoffe, Deutschland kann auch stimmungsmäßig dagegen halten, weil das, glaube ich, wird wichtig, um hier so genau, Momentum zu erzeugen, um Energie an den Tisch zu bringen, dass sie sich pushen. Das wurde gestern auch nochmal im Kreise zwischen Damen und Herren Nationalmannschaft besprochen zusammen, dass man sich da gegenseitig unterstützt. Ja. Genau. Es braucht alles, man muss alles, alle Kräfte mobilisieren, damit das gut geht, denn die USA ist die einfach immer... Die können wirklich jede Unterstützung brauchen, die sie kriegen können. So. USA is also ready. Terry Rue gegen Raphael Hampel. Wir sehen Chat gegen Pinshot-System. Genau. Leute, die jetzt da seid... Wir gehen mit Fokus aufs Spiel, aber erklären auch immer wieder gerne für Leute, die sich noch nicht so auskennen im Tischfußball, hier das erste Mal jetzt dabei sind. Aber grundsätzlich euch allen viel Spaß und ich glaube, den werden wir auf alle Fälle haben. Guck mal, hier sind halt auch jetzt so die jugendliche Spritzigkeit gegen Jahrzehnte Erfahrung. Ne? Ich finde es ja auch in diesem Sport so krass, dass da wirklich auch so unterschiedliche Altersgruppen zusammenspielen. Und so, und wir spielen bis 40 Tore. Wir spielen bis 40 Tore. Dieses Spiel, beziehungsweise der erste Block ist dieses Spiel, ist zu Ende, wenn jemand 10 Tore hat. Und ganz entscheidend, es wird immer zwischen den Tischen gewechselt. Der erste Ball wurde gespielt auf dem deutschen Heimtisch, dem Leonhard. Jetzt auf dem Tornado. Und es geht darum, auf dem gegnerischen Tisch Tore zu scoren. Das sind die Bonuspunkte und das versucht jetzt Raphael Hampel Terry Rue gleich zu tun. So, das Visier noch nicht ganz eingestellt. 40 Tore. Das ist anstrengend. Genau. Ja, das zieht sich aber über 4 Partien. Also diese Begegnung besteht aus 4 Elementen oder 4 Partien. Eben erst ein Einzel wird gespielt, bis einer 10 hat. Dann kommen die Doppel, spielen bis einer 20 hat. Dann kommen wieder 2 Einzel, also ein Einzel, spielt bis 30. Und dann das letzte Doppel spielt dann bis 40 und erst dann ist es Schluss. Genau. Deshalb und ist es der Nations Cup, also es spielt wirklich die nationalen Mannschaften gegeneinander, also 6 Spieler von jeder genau. Seite. Und trotzdem sind die Spiele richtig lang. Eine Sequenz bis 10 Spielen ist eigentlich total ungewöhnlich, kennt man wirklich eher aus der Schule oder aus der Kneipe auf Amateurlevel. Also das ist auch für die Athleten hier jetzt ein ganz spezieller Modus und so ein Spiel, genau, haben wir vorher gesehen bei den Damen, erstes Einzel 10-9, 19 Bälle, es ist richtig anstrengend und erfordert ganz andere Qualitäten. Und die haben auch nur sonst, einen Timeout, sonst, ne? Ja. Das ist auch, also, ne, auch zu wissen, wann man das jetzt... Und Terry Rue ist on fire. Den ersten hat er auf dem Leonhard gleich mal schön von ganz links rechts ins Eck geschmettert und den jetzt in die Mitte rein, zwischen die Puppen von Raphael Hampel. Ja, der ist beschäftigt in der Defensive, das macht Terry Rue stark. Wieder schön an der Bande durchgelegt. So, come on, bring dich aufs Scoreboard, Raphael. Yes, ja. Schöne Schüsse, bravo. Gut, und da ist er. Genau, und schaut mal bei Raphael Hampel, wenn der schießt, auf den Handschuh und auf die Handbewegung. Das ist nämlich ein relativ schwer zu spielender Schuss, dieser Pinshot oder Abroller. Also man rollt über den Ball und zieht dann ab. Ist gar nicht leicht auf dem Tornadotisch, feine Technik. Und er ist auf dem Scoreboard. Und er zwingt auch den ersten Fehler von Terry Rue. Wahnsinn, das siehst du gleich. Ja, yeah, schnelle Aktion, schnelle Hände. Ist beim gut Einzel, gemacht und da ist der Vorsprung schon wieder weg. Ist beim Einzel ein super Mittel. Schnelle Stangen umgreifen. Wenn man da richtig flott ist, kann das ein Vorteil sein. Nee, niemand deklariert sich als Frau. Das war nur ein Missverständnis vorhin.
Da ging es um ihn, seine Frau und seine Tochter, dass die ganze Familie hier anwesend ist und spielt. Genau, und alle drei Nationalspielerinnen, also haben alle Disziplinen durch. Jetzt alle drei Nationalspielerinnen. Jetzt gehen die Gerüchte weiter. Nein, nein. Terry ist mit den zwei Frauen zusammen angereist. Alle Kicker verrückt. Und sehr erfolgreich. So, schön durch die Mitte durchgekurbelt. Mag ich sehr gern den Schuss. Auf durch die Kurbel, direkt jetzt sagen weg. Die, jetzt kommt gleich wieder ein Aufschrei im Chat. Aber kurbeln ist doch gar nicht erlaubt. Genau, ich mache den Unterschied zwischen kurbeln und trillern. Also die Stange wirklich loslassen und so Windmühle geht nicht. Aber man darf einmal die Stange nach oben schmeißen praktisch, 360 Grad Drehung, die Stange wieder fangen. Und das ist auch ein antrainierter Schuss, also dass genau zum richtigen Zeitpunkt die Stange wieder festgehalten und kontrolliert wird. Denn wenn nicht, ne, da ist ein Schiedsrichter, beziehungsweise stehen zwei Schiedsrichter hinten dran, genau. Dann ist das auch ein Foul. So, und ihr seht jetzt beim Tornado der Ball ins Tor geblockt. Der ist so richtig schön, dieses Tick-Tack zwischen den Puppen funktioniert mit diesem, bei diesem Tisch sehr gut, weil der Ball so richtig schwer beim Tornado, ist. Meinst du? Ja, genau. Aber beim Leo auch, ne? Ja, wobei der Tornado ist nochmal eine Nummer schwerer. So, und jetzt Turnover. Terry Rue macht das ziemlich stark bisher. Genau, und braucht aber jetzt sein Timeout, bereits noch vier Bällen. Das hatte den Grund, es gibt ein Zeitlimit auf den Stangen. Das heißt, auf der Mittelfeldstange hat er nur 10 Sekunden Zeit, den Ball auf seinen Bereich zu spielen. Und einmal ist er ihm weggeflutscht, er hätte ihn fast verloren. Und das hat Zeit gekostet. Und deshalb jetzt Timeout-Call, sonst hätte er nämlich den Ball abgeben müssen. Ja. 4:3, alles okay. Aber Terry Rue ist genau vor allem auf dem Leo auch echt stark unterwegs bisher. Ja, da hat er noch mal ein paar Tipps hier vom Thomas Haas bekommen. Jemand im Stream hat ja geschrieben, der Thomas Haas ist auch eine Maschine auf dem Tornado. So, und das ist ein richtiger Klassiker, Oldschool-Schuss, ein Zieher. Ja, aber den beherrscht er, wenn den jemand gut ausführen kann, ist ganz, ganz schwierig zu halten. Ich mag seinen Körpereinsatz. Terry ist so mit 100% Körpereinsatz dabei. Ne? Ja. Genau, und da gilt natürlich Benny Struth als Kapitän, der ultra laut und ultra enthusiastisch ist am Tisch, schon so ein bisschen ab. Denn ich bin davon überzeugt, Energie vom Tisch überträgt sich auf die Leute und das macht was. Ja. Und es ist eben. Es und umgekehrt, ist, ne? Genau, es ist Weltmeisterschaft. Da geht es einfach ums Eingemachte, genauso weiter, schön jawohl, in die linke Ecke gesetzt. Sehr gut, darf man auch von der Mitteltore schießen? Klar, von jeder Stange. Genau, ist Weltmeisterschaft, da geht es nicht darum, einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern Tor ist Tor, egal wie es zustande kommt. Boah, genau. Ein schneller Move, schneller Versuch. War schön anzusehen. Scheitert da aber Terry Rue. Wow, oh. Bravo. Und das ist schön. Genau. Und das auf dem Tornado? Ein Slice und ein Schlenzer. Genau, und ein das, Schlenzer. Auf, das auf dem Tornado, weil der Ball. Diese rote Murmel da, genau. Das ist fast wie ein Golfball, ne? Der ist so richtig schwer und auch hart. Und man kann diesen Ball super einfach gerade spielen, weil er so schwer ist. Und den aber so anzudrehen und den Slice zu spielen, richtig, richtig feine Technik. Klasse. Da kommt nochmal die Frage nach den Tischen. Also für dich ganz kurz, jede Mannschaft bringt hier ihren eigenen Heimtisch mit. Das ist quasi wie im Fußball, wenn man sein Heimstadion mit zum Auswärtsspielen nimmt. Dass so eine Partie fair bleibt. Also es wird nach alle zwei Bälle wird gewechselt auf den eigenen Heimtisch und auf den Heimtisch des Gegners. Genau.
Es stehen 5 Tische zur Verfügung. Also wir haben ja auch ein bisschen Abwechslung hier, was die Tische und die Spielstile auf den verschiedenen Tischen angeht. Das macht es auch ein bisschen spannender noch, ne? Hier also im World Cup. Es ist mit die Hauptspannung, weil genau die Tischeigenschaften sind total unterschiedlich. Also genau, der Tornado sieht man da schön, richtig dicke, schwere Puppen. Die Stangen gehen ein bisschen schwerläufiger, aber dafür kannst du halt irre viel Speed aufnehmen, weil alles so schwer ist. Das heißt, wenn du da die Wucht dahinter bekommst, sind das Raketenschüsse, andere Tische sind leichter. Also gibt es ganz unterschiedliche Eigenschaften. Lies doch, wenn es dich so interessiert, lest euch ein, sportbuzzer.de. Elias hat gerade den Artikel zu den 5 Tischmodellen gepostet. Ja, danke dafür. So, 5-5. Oh, schade. Das, uff. Ja, okay. Das ging schnell. Genau, es geht darum, die Bälle auf dem Heimtisch, die muss man sich holen. Und jetzt hat Raphael die Chance, zweimal auf Leo zu punkten. Nein, also die Leute schleppen nicht die Tische mit, das wird hier von der Organisation aufgebaut. Es gibt aber 5 Tische, jeder gibt seinen Heimtisch an. Hier stehen 200, was hast du gesagt, 240 Tische? 200, so ist rund. Bravo, wow, super schön gemacht. Da, zack, schräg zwischen die Puppen durch. Praktisch mit der Kante dann zurück in die andere Ecke. Technisch anspruchsvoller Schuss. Also was technisch Raphael Hampel liefert, ist wirklich super, super fein. Dann beobachtet mal nur die Hand beim Schuss von Raphael. Da muss man fast die Zeitlupe sehen, das geht so schnell. Irre. Also alleine die Bewegung im Schuss, ne? So habe ich früher auch in der Kneipe gespielt, also in der eigenen Wahrnehmung, ja. Genau, das, was die hier, Herren hier abliefern, so kontrolliert, so präzise, mit ganz wenig Fehler. Ich glaube, das war wirklich deine Wahrnehmung, aber ich kenne das. Man fühlt sich, wenn es in der Kneipe zur Sache sieht, auch großartig. Sehr gut. Das sieht so leicht und spielerisch aus, ne? Aber wer schon mal selber Tischfußball gespielt hat und wer schon mal auf einem Turnier war und gegen einen Profi gekickert hat, der weiß, dass es nur so aussieht und dass da jahrelang und täglich mehrere Stunden Training drin stecken. Ja, und man sieht ja einfach, wie gut die auch zum Beispiel defensiv sind. Das heißt, genau, irgendwo anders, da schießt du halt schnell, da stehen die Leute auch falsch und so. Hier muss halt wirklich jede Aktion auch präzise gespielt sein, damit du überhaupt am Ball bleibst und mit dem Gegner vorbeikommst. So, und wieder das Tappen, sucht sich da eine Lücke. Ah, der war zu lang gezogen. Genau, dann hat man es gesehen, Raphael war mit der Puppe noch am Ball, aber der Ball ist dann ein bisschen zu glatt gewesen. So, und so die Chance auf Ausgleich für Terry Roo. Ah, schickes Ding. Seht ihr, wie sich Raphael bewegt? Aber ist wirklich sehr schwer gegen Terry da gerade zu halten. Ja. Aber er macht es super auf dem Tornado auch. Ganz große Klasse. Ja, starkes Spiel wirklich bisher. Also nicht diese Partie geht bis 40. Kam schon wieder eine Frage. Die spielen bis 10. Nein, come on, hey. Ah, die tun halt wirklich weh. Fällt hinten rein. Ah, der kommt wirklich so knackig, der an der Bande. Geht da über den Ball, zeigt kurz an, hey, ich spiele ihn jetzt. Und dann mit leichter Verzögerung, volle Kanne an der Bande entlang. Schöner Pass. Jawohl, den nehmen wir. Der zählt auch. Ausgleichende Gerechtigkeit. 8-8. Genau. Oh, schick. Bis 10. Dieses Spiel, dieser Block geht bis 10. Dann kommt, also wenn ein Spieler 10 Tore erzielt hat, kommt Block 2. Da gibt es dann das erste Doppelspiel, wo dann bis 20 Tore gespielt wird. 4 Blöcke, 4 Sätze sind es insgesamt. So, dann sieht man da schön, wow, Raphael verteidigt
mit beiden Händen. Ah, der ist drin, das hat man am Klang gehört. Ja. Und damit ist es ein... Ach nee, der war auch über Umwege, ist ein bisschen unglücklich hinten reingefallen. Ja. Ist so eine ganz nette Attitude von den Spielern immer, dass sie sich dann eher so, sorry, wollte ich nicht so. Wobei ich aber bin da so... drin ist halt drin, ne? Drin ist drin, ist ja kein, es ist Fairplay, es ist einfach... Es ist, ja. Manchmal kommt so ein kleines Quäntchen Glück einfach auch dazu. Aber es ist, also... Es ist noch alles offen. Es sind einfach nur 2 Punkte, die sie aufholen müssen. Genau. So, die nächste Partie geht jetzt bis ein Team 20 hat. Das heißt, entweder spielt die USA 10 Tore oder Deutschland spielt 12. Genau. Da haben wir nochmal Statistiken für euch. Genau, der Tischartikel wird hier fleißig gepostet. Ja. Schaut euch den an. Sehr gut, ja, ist spannend. Auf Sportbörse, da ist alles gut erklärt. Aber ja, die Tische werden gewechselt. Jedes Team hat seinen Heimtisch. Die sind unterschiedlich von den Eigenschaften, die Maße sind ziemlich ähnlich. Genau, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel der amerikanische Tisch 13 Puppen hat, weil da die Ecken haben keine Schräge. Das heißt, wenn man die Ball in die Ecke legt, passiert nichts, der rollt nicht zurück. Deswegen 2 extra Puppen, ist ein bisschen ungewohnt. Stimmt, ja, genau. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Dass da 3 Tormänner quasi stehen. Guck mal, hier haben wir die nächste Begegnung, Maximilian Heuer und Marc Stoffel. Spielen hier für Deutschland. Den Maximilian Heuer haben wir jetzt ja schon mehrere Mal im Stream gesehen. Im Einzel, im Mixed. Bin mir nicht sicher, ob er im Doppel auch angetreten ist. Super, super angenehmer, ruhiger Zeitgenosse. Ja. Und so seine Superkraft ist Fünferblock. Das heißt, mit der Mittelfeldstange und da praktisch ist er defensiv so stark, catcht sich da ganz viele Bälle, ist super schwer da von hinten an ihm vorbeizuschießen. Mhm. Also ist wirklich außergewöhnlich gut. Guck mal, hier so. In der Defensive haben wir den Marc Stoffel. Hab beide noch nie auf Galando spielen sehen, also auf Tornado, die beiden. Aber es werden die ersten 2 Bälle auf Tornado gespielt und da wäre es natürlich schon super, wenn sie zumindest einen holen. Denn sonst wären es schon 4 Tore. So, Sergi. James, du hast gesagt, James ist sein erster World Cup. Ja. Jawohl. Marc steht in der Ecke. Ja, wird schon auch ein bisschen gezockt. Da der ein oder andere Trickpass gespielt. Alle noch voll konzentriert und wach. Lassen da nichts zu bisher. Ab wann ist ein Schuss denn ein Trickschuss? Also es gibt ja diese richtig coolen Aerials, ne, wo man so das Ding hochhebt und dann dem anderen so übers ganze Spielfeld ins Tor knallt. Das ist natürlich verboten hier, also Aerials geht nicht. Der Ball muss immer auf dem Tisch bleiben. Was fällt denn noch unter Trickshots? Ja, so Bandenschüsse, Slingshots zum Beispiel. Mhm, ist aber alles erlaubt, ne? Genau, ist alles erlaubt. Das ist ja das Schöne, warum ich auch schön finde, wenn es... genau so auch mal so Trickschüsse oder intuitive Aktionen hier auf der Weltmeisterschaft gespielt werden, weil es gibt ja so viele Wege zum Tor und so viele Möglichkeiten, wie ein Tor erzielt werden kann. Und sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Ja, und da ist genau, da sieht man glatte, flutschige Murmel. Und nächste Möglichkeit für Sergi. Dürfen die Spieler zweimal eingesetzt werden? Ich glaube nicht im Nations Cup, soweit ich informiert bin. Aber das ist jetzt wieder nur... Die dürfen nur einmal eingesetzt werden, ne? Das ist nicht wie in anderen Begegnungen, dass ein Spieler auch Einzel und auch noch Doppel spielen kann. Es darf jeder Spieler nur einmal eingesetzt werden, ne? Also man muss auch 6 Spieler mindestens melden. Viele Teams haben mehr Spieler, haben dann nochmal 1, 2 da sitzen auf der Bank. Je nachdem auch, auf welchem Tisch gespielt wird. Wird dann lieber der eine oder lieber der andere eingesetzt. Oh, und der rollt James raus und solche Bälle musst du nutzen fast. Wenn du so ein Geschenk bekommst, das ist auch ganz, ganz eklig für den Gegner, wenn du einen Ball vergeigst und dann haut der Stürmer den rein, dann schickst du noch einen Blick mit rüber, so danke dir. Ah, leider kann er es nicht bestrafen. Aber James hat Schwierigkeiten, genau, und da könnte jetzt Max Stärke vom Block hilfreich sein. Genau, guckt er das an, catcht sich den Ball da und das ist, also der Ball kommt ja mit mega Karacho angeflogen und dass du da brauchst du genau die richtige Puppenhaltung und genau den richtigen Druck auf der Stange, dass du den Ball auch behalten kannst.
Sonst ist der auch mal ganz schnell weggeflutscht. Ne? Das haben wir auf dem Galando gerade mehrfach gesehen. So, come on, guys. 3 Punkte Rückstand im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Nantes. Und genau, wir sind in der... Oh, schicker Pass. Gutes Tempo. Tolles Zusammenspiel. Ja, schön gemacht. Finde ich immer besonders schön, wenn so eine Kombination klappt und dann haut er den da mit in den Pfosten rein. Ja. Bravo. So. Wie bringen wir Max Heuer in diese Partie? Der hat noch Nervenflattern. Und eben, Max Heuer war das, der gestern Abend gesagt hat, er ist gar nicht so geil drauf, am Streamtisch zu spielen. Vielleicht braucht er da etwas Anlaufzeit. Mhm. Ja, jetzt spielen bis 20, bisschen Zeit hat er schon noch. Ja, aber die US-Amerikaner haben gerade wirklich einen guten Flow hier am Start. Und scoren durch die Mitte das nächste Mal. Das ist natürlich auch bitter, gleich, also beide zu kassieren auf seinem eigenen Heimtisch. Schon ein bisschen demotivierend, ne? Ja, und es ist, genau, und jetzt ist der Druck halt riesig auf Max Heuer. Er muss jetzt anfangen hier zu performen. Weil du siehst ja, die anderen sind wirklich stark drauf und er hat, glaube ich, jetzt erstmal den ersten Ball so richtig auf der Dreierreihe oder den zweiten. So, verzieht, der war zu lang, geht vorbei. Ah, schade, schön gehasselt, also praktisch bewegt. Und da, als Max den Ball fing, gab es einen Schlag an die Bande von der Mittelfeldreihe. Wurde Max von eingewechselt? Nee, die müssen vorher schon, bevor der Begegnung, ihre Aufstellung abgeben. Und die darf auch nicht geändert werden während dem Spiel. Das steht fest, obwohl man nicht weiß, was das gegnerische Team, wie deren Aufstellung aussieht. Das ist ja auch nochmal so ein spannendes Element hier in diesem Nations Cup. Oh, und es sieht aktuell überhaupt nicht gut aus. Max hadert da, ist da mit sich beschäftigt. Und Marc Stoffel muss gegen Sergi Aragonés verteidigen. Gut, das wäre jetzt natürlich auch wichtig und so ein bisschen Marks Auftrag, dass er hier irgendwie versucht, auch Max so ins Spiel zu bringen. Da sind immer Verteidiger gefragt. Genau, hat es jetzt perfekt gemacht, füttert ihm mit einem schönen Pass, aber ja. Max kann auch den nicht halten. So, boah, grande, super starker Pass. Links vorbei. Ui. Ja, und die pushen sich, die haben Momentum. Genau, zum deutschen Kader. Da fragt jemand, warum spielt der Weltmeister nicht? Warum spielt Ruben Heinrich als frisch gebackener Einzelweltmeister genau nicht für Deutschland? Es liegt daran, dass die Spielerdichte und Qualität so hoch ist in Deutschland. Genau, dass da die Auswahl, also du kannst gar nicht alles richtig machen, weil es gäbe immer noch irgendjemanden, der vielleicht genauso gut ist. Ja. Genau, und in dem Fall ist Ruben Heinrich also nicht im Nationalmannschaftskader. Jo. Wie da die Auswahl getroffen wird, das können wir euch nicht sagen, aber es steht ein Interview mit Jörg Harms an. Das ja, genau. Werdet ihr dann nächste Woche, vielleicht übernächste Woche auf Sportwasser zu lesen kriegen, weil es sind ja auch noch andere Nationalmannschaftskapitäne und uns hat ganz oft die Frage jetzt schon erreicht, wie kommt man eigentlich ins Team? Wie wird denn da so gescoutet? Oder dann zusammen die Zusammenstellung, wie kommt man da rein ins Team? Was für Qualitäten muss man da mitbringen? Wird es bald geben. Finden wir nämlich auch spannend, ne? Ja. Wäre vielleicht auch ein Pausenthema. So, schon interessant, genau. Wie funktioniert das beim Tischfußball? Wie kommt man in den Kader? Derweil müssen wir aber leider gerade zusehen, wie die US-Amerikaner hier ordentlich aufräumen mit Marc Stoffel und Max Heuer. Die arbeiten sich einen ganz schönen Vorsprung raus. Uiuiui, 6 Kisten und vor allem, genau, wenn jemand 20 Tore hat, wird gewechselt, dann kommt der nächste Block, dann kommt das nächste Einzel und da spielt halt dann Tony Spreaderman. Und das ist halt Block. Es läuft katastrophal. Es läuft aktuell katastrophal. Und genau, und für Nico Wohlgemuth, den nächsten, der sitzt jetzt da auf der Tribüne und sieht schon, oh my God, ja, mein Spiel wird krass. Ich habe Druck, ich muss gegen den besten Spieler der Welt
Genau, jetzt gleich irgendwie einen Rückstand aufholen. Ja. Und aktuell sind es 7 Tore. Hey. Ja. Also dafür, dass der Sergi und der James anscheinend noch so unerfahren sind, wir die gar nicht kennen, liefern die halt auch einfach ein Hammerspiel. Die scheinen einfach so stimmig und gut eingespielt zu sein, die beiden. Oh, hören wir die Worte vom Jörg? Man hört es leider nicht ganz, oder? Hört ihr das? Könnt ihr das verstehen, was da am Tisch gesprochen wird? Finde ich schon auch immer interessant. Na, ich glaube, Max ist eher einer, der funktioniert über... Genau, da hilft es nichts, wenn du den schüttelst und sagst, hey Junge, reiß dich zusammen. Ich glaube, der braucht wirklich konstruktives Feedback und auch so, okay, Max, pass auf, es war nicht viel gut, aber da war was gut, da solltest du dranbleiben. So, jetzt, come on. Restart. Ja, genau, ja. Come on. Was auch immer der Jörg gerade zu ihm gesagt hat, das scheint gefruchtet zu haben. Schräge Nummer. So, und jetzt mach an den Fünfer-Magnet. Aber Sergi, also das ist eine bockstarke Leistung und absolut nicht zu erkennen, dass der, also die Fremdeln überhaupt nicht mit dem Leonhard-Tisch. Gut, Marc, ja. Genau, man kann sehen, Max stellt da die Puppen runter, um gegebenenfalls Pässe zu fangen. Jo, 8000 Zuschauer. Wahnsinn, wir super, freuen uns, dass ihr cool. alle da seid. Ja. Wir freuen uns wirklich, dass ihr mit uns hier in Nantes beim World Cup seid. Ja, wir wollen die Leidenschaft und den Sport Tischfußball unter die Leute bringen, weil es super Spaß macht und genau solche Aktionen wollen wir sehen. Guck dir das an, geschlänzter Pass nach links außen. Also die harmonieren richtig gut. James da mit seinem stylischen Hütchen. Machen beide ein fantastisches Spiel. Sind sehr, sehr eingespielt, ne? Also du merkst richtig einfach voll, ja, voll. Team Spirit. Und, ja. Genau. 8000 Zuschauer, schön, dass ihr dabei seid. Stellt uns Fragen, wie ist euer Bezug zu Tischfußball? Wie gefällt euch das, was ihr seht? Gerne rein damit. Oh, der Alex Di Bello cheat. Guck mal, wir haben einen Nationalspieler, der heute nicht dabei sein kann. Der sollte jetzt wahrscheinlich hier gerade am Tisch stehen. Liebe Grüße an dich zu Hause, Alex. Schön, dass du wenigstens so dabei sein kannst und dabei bist. Genau, und wenn euch das gefällt, was ihr seht, könnt ihr uns unterstützen und gern den Kanal abonnieren, dann, weil wir streamen ja auch in Zukunft. Es soll keine Eintagsfliege sein, was wir hier machen, sondern ihr bleibt dann auf dem Laufenden. Immer wenn wir Kicker zeigen, seid ihr mit dabei und mit einem Abo unterstützt ihr uns einfach und gebt uns ein bisschen was zurück für das, dass wir hier gratis die große Tischfußballwelt zu euch nach Hause bringen. Boah, der ist wirklich... Boah, ja, was soll man da sagen? Ne? Es ist ja ein faires Spiel. 16-8. Man leitet ein bisschen mit. Mit dem Max und dem Marc hier. Ja, und man merkt, jetzt ist genau das, wo wir vorher gesprochen haben, da wo jetzt Alex Di Bello und Benny Struth als so ein bisschen aggressive Leader auch fehlen. So, okay. Wow, Josefine, vielen, vielen Dank dafür. Die jetzt so eine Trotzreaktion auch zeigen und so, okay, jetzt erst recht und egal wie, aber ich kämpfe mich jetzt da irgendwie rein. Und gefühlt ist es eher so, Max und Marc Stoffel lassen sich da so ein bisschen den Schneid abkaufen. So. Und es wirkt nicht zu 100% überzeugend, wenn du siehst, wie stark und schnell und mit welcher Wucht die Amerikaner den Ball ins Tor schießen. Das, genau, man spürt es bei den Deutschen gerade nicht so. Aber Max Heuer, wenn er sich mal gefangen hat, hat er teilweise krasse Comeback-Qualitäten. Also den darfst du nicht abschreiben. Der hat auch schnell mal einen Flow am Start. Umso wichtiger ist jetzt, dass Marc Stoffel da hinten die Tür zubekommt. Yes, come on. Schön gecatcht. Ist der Handlauf der Spieler individuell? Bei den Tischen nicht. Da wird höchstens ein Griffband drum gewickelt. Das kann man sich so vorstellen wie so Tennisschläger-Griffband oder Badmintonschläger. Die wickeln das dann rum. Manche Spieler spielen mit Handschuhen. Einzig beim Bonsini. Das ist ein Tisch, der hat einfach nur Stangen mit Drehgewinde und da kann man dann seine eigenen Griffe mitbringen und aufschrauben. Da gibt es einfach verschiedene Formen für verschiedene Spielstile und Schüsse.
Boah, versucht da über die Bande zu spielen. Mega schwer auf dem Tisch. Habe ich vorher schon ein paar Mal probiert. Ich habe es überhaupt nicht auf die Kette bekommen. Ey, ihr seid ja on fire hier. Tsaikovsky, vielen Dank. Abos verschenkt hier. Klasse, wir freuen uns total. Juhu. Na, schön rausgekommen. Ganz wichtig als Keeper, dass man vor allem die Bälle hinten aus seinem Bereich rausbringt. Wenn da der Ball auf der Stürmerreihe landet vom eigenen Partner oder auch auf der Fünferreihe, hast du schon alles erledigt, was du machen musst. Also müssen nicht immer Tore sein, sondern gut halten, die Bälle in deinem Bereich halten, den Stürmer ins Spiel bringen. Aber es ist Max Heuer. Hat Riesenprobleme und auch auf dem Tornado-Tisch. Boah, den catcht er sich überragend. Genau, der Block wäre schon an. Guck mal, wir sind hier auf dem Hype-Train. Wahnsinn, ding, ding. Klasse. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Gerade gibt es ganz viele Abos und geht gerade voll ab hier. Geschenke und Glitzer. Und guck mal, der Mark Torres, ich war ja mit dem wieder gestern im englischen Stream, ne, der redet dann über den Unstoppable Train. Wenn ein Team sich so eingespielt hat, dass die wie so ein Hochgeschwindigkeitszug einfach fahren und egal, ob da Autos, Schienen, Schranken, sonst was im Weg ist, der fährt da durch. Yes, come on. Schönes Ding. Hey, und ich glaube, da ist jetzt was. Ach, der ist hinten rein. Ich habe den gar nicht gesehen vor lauter Shit. Ja, guck mal, die auch nicht. Da haben die gerade mal wieder den Zähler zurückgesetzt. Da hätte ich jetzt noch mal gerne eine Zeitlupe gesehen. Ich dachte, der wäre auf der richtigen Seite eingeschlagen. Der Zähler hat, also der, unser Zählermann da oben Zeit. Hat das auch so gesehen. Lol, ja. War ein Konter. So, Uli. Jetzt fühlt sich richtig. Mach doch was. Ja, genau. Es fühlt sich gerade so richtig bescheiden an. Wir stehen hier in unserer Box und man würde gern irgendwas machen und man weiß, okay. Aber ganz ehrlich, wenn wir zwei am Tisch mit dabei wären, würde es auch nicht besser werden, ne? Nee, mir fällt nichts ein. Ich kann gerade irgendwie, glaube ich. Wir könnten die Amerikaner. Ich kann nichts ändern dran. Oder so ablenken. Ich würde gerne wissen, was der Jörg Harms den beiden jetzt raten würde, seinen deutschen Schützlingen hier. Der Trainer, der hinten dran steht und Scheibenkleister, diese hilflos zuguckt. Völlig von der Rolle. Das praktisch James gibt einen Ball auf die Dreierreihe von Max Heuer ab, dem glitscht der Ball nach hinten und Marc Stoffel fällt der Ball hinten rein. Genau, der wollte nicht zurückpassen, das war keine Absicht. Das ist einfach nur so ein bisschen unglücklich, ne? Das kommt jetzt noch dazu. Er ist super unsicher, also ihm passieren technische Fehler, die sonst nicht gewohnt sind. Der hat zu viel Druck auf der Stange, Wabbelarm, das. Yes, jawohl, der war da mal schön. Haben Sie mal, ja. Genau, aber so, jetzt müsste es halt noch ein bisschen weitergehen, ne? Los, Max. Marc. Da wird gerade gesagt, und genau, Max. Sehr unangenehme Drucksituation. Genau so ist es, weil du weißt ja, okay, das lief bisher völlig gegen mich und ich muss jetzt und aus dem richtig müssen raus, spielt sich Kicker alles andere als entspannt. Gerade in dem Cup, wo du halt weißt, es kommt ja noch jemand nach dir, der das dann ausbaden muss, was du hier fabriziert hast. Yes, schönes Ding. Gut. Auch wieder so richtig schön. Boah, mit welchem Tempo der schräg gespielt ist. Sehr schön. Genau, und jetzt bräuchten sie mal so Momentum, dass genau da mal eine zweite gute Aktion und eine dritte folgt. Vielleicht auch mal ein glückliches Ei. Genau, aber wenn es drauf ankommt, sind James und Sergi bis hier wirklich da. Ja, die haben einen Run, ne? Die wirken so souverän und so eingespielt. Ja, aber Marc. Nein, oh, come on! Das ist ja. Oh. Ja, kein Glück und Pech kommt auch noch dazu. Hat gerade jemand geschrieben, das trifft es gerade ganz gut, ne? Wie unglücklich ist das denn? Da hat er nicht mal mehr die Hand an der Stange gehabt, oder? Ja, schon, aber der kam so fies da hinten rein. Danke fürs Abonnement. Das ist gerade unser Highlight hier. Ja, wir brauchen mehr gute Neuigkeiten. Wir wollen Good News. Oh, Steven Müller, Dankeschön. Es hier ist werden so nochmal Abos verschenkt. Vielen Dank.
Dieser Satz geht Klasse. Bis 20 Tore. Das heißt, die Amis brauchen noch einen Treffer. Und dann geht es in die nächste Begegnung, das Einzel. Die machen ein klasse Spiel. Die machen ein klasse Spiel. Und 9 Tore oder 8 Tore Unterschied kommen so zustande, dass die Amerikaner ein klasse Spiel machen und Max Heuer und Marc Stoffel weit weg von ihrer besten Leistung sind. Genau. Und dann so hart ist World Cup. Max, vielen Dank dir auch. Hier geht's ab. Stark. So. Was haben wir denn dazu sagen, Bruno? Alright. Genau, es sind 4 Spielblöcke, a 10 Tore. Das Team, das als erstes 40 Tore hat, gewinnt. Die Hälfte davon hat die USA am Start. Genau, und Max ja, ist eine Erfahrung reicher. Schön, dass er da jetzt aufgebaut wird. Ja, lief nicht. Jetzt haben wir ein dickes Problem, Uli. Aus Sicht der deutschen Mannschaft. Ja, wir haben jetzt den Nico Wohlgemuth gegen den Tony Spreaderman gleich hier in der nächsten Begegnung im Einzel. Genau, ich bin absoluter Fan von Nico Wohlgemuths Spiel, aber ja. Das Problem ist Tony Spreaderman. Guck mal, wir haben noch mal ganz kurz Statistiken. Magst du noch mal was dazu sagen? Ist halt eine einfach, also das kann man nicht anders sagen, es ist eine unterirdische Quote. Shots, 2 Tore von 11 Schüssen. Das ist zu wenig, wobei tatsächlich auch, also die Quote bei den US-amerikanischen Spielern auch gar nicht so hoch. Nee. Haben halt viel mehr Bälle bekommen auf der Fünfer. Und schaut mal da, Passes Goalie. 7 von 11 Pässen sind angekommen. Genau, und deswegen waren die mehr im Ballbesitz, hatten mehr Spielanteile auf der Stürmerreihe. Also die haben richtig harmoniert. Ja, das war schön zu sehen. Ja, absolut. Guck mal, und jetzt haben wir gleich dieses nächste Einzel. Nico Wohlgemuth gegen Tony Spreaderman. Und das Fiese ist ja, dass die jetzt nicht an den Tisch gehen und ein ganz normales Einzel spielen, wo das bei 0-0 einfach anfängt, sondern dass der Nico jetzt schon einen Nachteil hat, weil er diese 9 Punkte Rückstand. Genau, er spielt praktisch, es ist wie ein Spiel, das bei... Es ist wie so ein Kredit vom Haus, ne? Du bezahlst erstmal die Zinsen ab, bevor es dann ans Eingemachte geht. Ja, wobei, da ist man meistens selber schuld. Nico konnte jetzt nichts dafür, aber mitgehangen, mitgefangen, ist ein Teamwettbewerb, das macht es auch so schön. Es ist ein Teamwettbewerb, ja. Das war jetzt bestimmt auch nicht so schön für den Marc und den Max, da zurückzugehen auf die Tribüne, ne? Das so, Nico... Jetzt haben wir eine spannende Begegnung. Ist amtierender deutscher Meister im Doppel, hat unglaubliche Hände, also unglaubliche Technik. Und der Typ kann richtig krass einen Flow erwischen. Also er bewegt die Stangen und die Puppen so fein. Aber ist auch anfällig, wenn ihn jemand in die Schranken weist und ein bisschen anfällig für Stimmung. So, Tony Spreaderman, aktuell, oder finde ich, der beste Spieler der Welt, den es gibt. Frédéric Collignon ist da noch eins drüber, der ist aber nicht mehr so aktiv. Kein Vergleich zwischen den beiden, ist alles außergewöhnlich. Penil, vielen Dank dir nochmal ganz kurz. Herzlichen Dank, bevor es hier gleich wieder rund geht. Stiehlt sich den nächsten Ball. Yes, schön gemacht. Toni fit ist, wird Nico zerlegt, sagt da jemand. Ja, der Toni ist im Einzel gar nicht angetreten, weil der nämlich auch krank war. Der sah auch vorgestern gar nicht gut aus als der hier. Da hat er sich wirklich durchgequält. Gestern Abend hat er aber gesagt, er wäre wieder auf der Höhe. Ja, Nico macht einen super Job in der Defense. Genau, und die braucht er gegen Toni. Schöner Pass, so an die Bande gebrusht. Erfahrung gegen den Jungspund, das kann man gar nicht so sagen, denn auch der Nico hat unglaublich viel Turniererfahrung. Der stand ja auch schon im Finale gegen die ganz Großen. Ja, genau, also war schon Juniorenweltmeister. Und vielleicht, also ich möchte jetzt nicht sagen erfahren, aber ähnlich erfahren auf Multitable. Ja. Weil die Deutschen das einfach mehr gewohnt sind, mehr spielen. Bravo, sensationell. Das ist halt einfach sein Zuhause, ne? Der Tornado ist sein Zuhause. Ja, und da macht er Sachen, die sind... Wahrscheinlich schläft er auch in so einer Kiste. Ja. Und Nico ist aber schon einer, also er hat halt so eine gute Technik, dass er auf allen Tischen spielen kann.
Aber Tornado ist schon am wenigsten zu finden in Hamburg, da wo er herkommt. Ja. Also dafür sind aber schon wiederum am ähnlichsten noch zum Leo, ne? Von den 5 Tischen. Ja, aber eben auf dem Level ist es schon, es ist ein anderer Tisch. Also es ist ja wie eine andere Grundlage. Aktuell, wow, schau dir den Pass an. Crazy, das ist ein Signature-Move von ihm. Ja, der Zug rollt weiter. 13 Tore Vorsprung für die USA. Und es fehlt aktuell die Fantasie, wie es gehen soll. Er hat ihn auch hier jetzt wieder am Schlawittchen. Und auch wieder so die Körpersprache. Es ist ja Wahnsinn. Chuck, also wenn das es geht jetzt nicht so schnell. Man muss es aber trotzdem würdigen, dass es einfach ein grandioses Spiel ist. Ne? Also, ja. Wir versuchen jetzt mal kurz unparteiisch zu sein. Aber es sind wirklich, Uli, viele Fehler dabei, die passieren den Deutschen sonst auch nicht. Die sind richtig, richtig nervös einfach. Ja. Dass Nico Wohlgemuth auch die Pässe, die kommen mit, jetzt läuft ihm hinten der Ball raus. Das passiert denen sonst eigentlich nicht. Mit so wenig Druck, mit so wenig Überzeugung, so viele technische Fehler. Vielleicht macht sich dann doch das bemerkbar, dass zwei der besten Spieler nicht dabei sein können. So, und jetzt ist Jörg Harms ordentlich gefragt. Der muss nämlich wirklich Aufbauarbeit leisten und die richtigen Worte finden. Du hast ja schon gesagt, dass er ein Kopfmensch ist, ne? Dem das rundherum sehr zu schaffen macht oder der sehr leicht beeinflussbar ist da. Das ist, kann ich mir gut vorstellen in der Situation gerade. Genau, Nico ist so einer, wenn der das Gefühl hat, er hat richtig Vertrauen, ihm wird vertraut, uneingeschränkt und man stärkt ihm den Rücken, er fühlt sich gut, er fühlt sich locker, dann kann der loslegen, das kannst du teilweise kaum stoppen. Nur, das Problem ist, der spielt jetzt gegen den besten Kickerspieler der Welt, weiß, dass er mit 9 Tore hinten ist. Genau, und dementsprechend verkrampft spielt er gerade, ist verständlich. Hilft uns aber jetzt auch nicht weiter, ne? Nee, es sind 15 Buden. Yes, schönes Ding. Gut, sehr gut. Ah, wir haben nochmal ein Abo bekommen. Leute, wenn ihr ein Amazon Prime-Abo habt, könnt ihr uns kostenlos abonnieren. Es kostet euch gar nichts. Und wir bekommen ein paar Euro dafür. Und es freut uns mega, weil wir dadurch einfach weitere Streams unterstützen können. Wow, das ist immer stark. Ein Block von Tony Spreadermans Fünferreihe. Ja, jetzt könnte aber auch mal irgendwie einer reinfallen einfach. Ja, aber das richtige Tor, ne? Sagt es nicht zu laut, das hatten wir schon. So, wirkt jetzt ein bisschen sicherer, ein bisschen besser. Ja, genau so einen habe ich gemeint. Ja, gut. So, jetzt gut. Ab auf den Leo. Bruno, ich sehe schon, mach mal weiter so. So, jetzt ist er auf dem Leo. Wir sind quasi im Heimstadion von Nico Wohlgemuth. Da vermisst jemand Nils. Ja, Entschuldigung. Wir würden auch zu dritt kommentieren. Aber ja, ich Nils würde auch wieder. Geht's nicht? Ja, kann leider nicht. Boah, setzt er daneben? Schön, Nico, schön. So, jetzt. Bis 30 Tore, dann kommt das letzte Einzel. Das nächste Doppel, das letzte. Jawohl, okay. Sehr schön, Nico. So, jetzt pushen sie sich auch. Ich brauche es jetzt auch. Genau, und theoretisch wäre es jetzt möglich, dass Nico 16 Buden macht und auf 30 erhöht. Wird zwar richtig schwer, aber es wäre theoretisch möglich bei dem Modus. Haben wir schon gesehen tatsächlich? Halten. Aber in diesem Spiel. Halten tut er echt gut. Ja. So, ich brauche Wasser oder irgendwas hier. Gibt es dort noch Parallelspiele? Ja, ganz viele. Ja, das
richtig schön in die Ecke geschossen. Genau, der hat natürlich jetzt relativ wenig Druck. Für den ist es, für den spielt es sich gerade bequem. Ja, mit dem Vorsprung. So, Kamera, hey, in den Tisch, yes. Merci. Wasser bringt Unglück. Ja, aber wir dürfen noch kein Bier trinken, ist noch zu früh. Das gibt es erst heute Abend, wenn wir uns abfeiern für 6 Tage Streaming-Arbeit. Das werden wir auf jeden Fall machen, ganz egal, wer hier Weltmeister wird. Aber es wäre natürlich schön, wenn da so ein deutsches Team noch an unserer Seite wäre, ne? Hast du es gesehen? Also, dem ist einfach die Stange ausgekommen und hat die da durch die Gegend geflippert. Das. Boah, ja, der war drüber, ja, okay. Ist das aber abgehoben. So, jetzt auch ein interessantes System. Jetzt spielt er da so 2 auf 5, nennt sich das. Mhm. Also praktisch lässt den Ball auf der Verteidigerreihe hin und her laufen und versucht den nach vorn zu spielen. So, und jetzt schaltet er so ein bisschen um in den Kneipenmodus. Nico Wohlgemuth, also probiert ungewöhnliche Aktionen, Überraschungsmomente. Das kann gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen. Ja, in dem Fall gut. Ja. Vielleicht tut es ihm gut und es erleichtert sein Spiel so ein bisschen, dass er so sich in einen Whatever Flow bringt. It takes. Yeah. Ich finde es ja faszinierend, dass man es überhaupt schafft, im Kopf so umzustellen, ne? Dass man so sein bewährtes System, das man sonst immer spielt, dass man dann so umschaltet und sagt, jetzt probiere ich mal was anderes. Ja, und dass du dich das traust einfach, ja. Weil das ist natürlich, wenn das schief geht, springen gleich 10 Leute auf und warum spielt er nicht richtig und warum macht er das? Die Torwartreihe hat nur 3 Spieler, das gibt es nur beim Tornado, weil die Ecken nicht hochgezogen sind, sonst würde da der Ball tot in der Ecke liegen. Deshalb gibt es beim Tornado tatsächlich 3 Puppen hinten auf der Torwartstange, back, back, nicht nur einen. Back, 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 so. Und jetzt hat aber auch Tony Spredeman so ein bisschen aufgeweckt damit und der sagt jetzt so, okay Nico, du willst das, du kriegst es. Ja. Oder auch, ja. Schaltet einen Gang hoch, tak, 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 tak. Tick-Tack auf der Fünferreihe nennt sich das, beeindruckend. Also was der mit dem Tornado anstellt, ist schon... Genau, und gibt hier Nico gleich mal wieder krass. Bescheid, so langsam, so langsam, ja. Junge Mann. Gemach, gemach. Ja, mit mir nicht. Guck, und da wird jetzt auch ein bisschen gezockt. So kommen wir zumindest also auf unsere Kosten vom Unterhaltungslevel. Ja, es ist auf jeden Fall kein langsames und langweiliges Spiel, weil zu strategisch ist ja jetzt zum Zuschauen auch nicht so spannend, ne? Das stimmt, ja. Ui. Ja, da richtig fast hands, fuck. So das, weil jemand gefragt hat, ist Trillern erlaubt? Also eigentlich nicht. Da dreht er hier noch mal ein bisschen die Stange rum. Schön. Jawohl, jawohl. Die wechseln den Tisch alle 2 Tore, damit es ein faires Spiel bleibt. Also jede Nation bringt ihren eigenen oder spielt an einem eigenen Heimtisch. Deshalb wird alle 2 Tore gewechselt. Da übrigens seht ihr jetzt, jetzt haben wir keine Tischcam, leider. Wenn der Ball da von hinten rausgeschossen wird, dann wird beim Einzel, stellt man sich die Puppen immer so, dass mit möglichst vielen Puppen möglichst viel vom Tor abgedeckt ist. Ja. Und das haben mir gestern die französischen Streamleute erklärt, wie man das nennt. Bei denen heißt das praktisch Gitter. Also man stellt sein Gitter auf. Ja. Und, du hast ja eigentlich so ungefähr 5 Ballbreiten, ne? Ist das Tor? Genau, und du kannst halt nur 2 mit den Puppen abdecken. Ja, genau. Nur wenn der Ball ganz hinten liegt, kannst du ja praktisch 4 Positionen von 5 abdecken. Ja. Weil, genau, der muss ja einmal an allen 4 Stangen vorbei, ja. Der Gegner. Genau, und das nennt sich Gitter la Grille. Ah. Da hast du wieder mal ein bisschen was gelernt. Ja, wir machen ja Edutainment, jetzt wisst ihr auch, wie das heißt. Das ist doch super. Genau. Allerdings ist da wahrscheinlich nicht berücksichtigt, dass es auch manchmal so Hammerbandenpässe gibt, ne? Die dann so von so über Eck schräg ins Tor gehen. Ja. Das finde ich ja immer am spannendsten. Also wie man das so schnell hinkriegt. Liebe ich auch. Bandtore sind herrlich. Sind die Amerikaner aber nicht so bekannt dafür, weil das auf dem Tornado-Tisch schon geht. Aber relativ kompliziert, dass man den immer so ganz sauber trifft. Jawohl, Nico. Wow. Jawohl. Das war ja mal. Also, haben wir eine Zeitlupe? Ja, klasse.
Schickes Tor. Ja, und jetzt steht er mit einer anderen Körpersprache am Tisch, feiert sich auch selbst mal ab. Genau. Und dann musst du, dann geht's auf den Tornado und du fängst wieder von vorne an, weil da einfach die Rakete steht. Ja, und bei 30 ist die Begegnung vorbei und es geht ins Doppel. Oh, schöner Pass. Mit der zweiten Figur auf die Mitte. Ja, es ist, genau, es steht 17 zu 29 und unter anderem deshalb, weil die Deutschen hier auf dem Tornado-Tisch, jetzt hat er sich neue Zeit genommen praktisch, einmal kurz zurückgespielt und Stangenwechsel, weil er dann wieder neue 15 Sekunden hat. Vor diesem Einzel war der Spielstand 20 zu 11. Wenn ich richtig liege. Hallo Leute, das muss populärer werden, fix. Ja, das finden wir auch. Ja. Deshalb sind wir hier. Der Tisch kann deshalb gewechselt werden bei der ungeraden Anzahl, weil am Anfang, also es geht los, dieses gesamte Spiel, der erste Ball findet auf einem Tisch und statt, also nur die erste und dann wird immer noch zwei Toren gewechselt. Und ja, ihr seht, es hat einen hohen Unterhaltungswert. Ihr seht hier zwei der besten Spieler der Welt. Und eben, also genau, Nico spielt da gegen The Godfather of American Kicker aktuell. Beziehungsweise da gibt es schon noch andere. Das sehen wir auch später noch ein paar richtig bekannte Namen. Von dem her, er ist nicht schlecht dabei. Also es ist ein okayes Spiel, das er macht. So, jetzt 30 heißt Punkte 30 Tore für die Amerikaner. So, kriegt nochmal ein bisschen aufmunternde Worte hier, ja, vom Jörg. Die deutsche Mannschaft tut sich auf dem amerikanischen Tisch viel zu schwer. Da haben sie überhaupt keine Möglichkeit, Selbstvertrauen zu tanken und mit der Unsicherheit. Die überträgt sich dann auch aber auch auf das Spiel auf dem Leo, ne? Ja, genau. So, 12 Punkte Rückstand. Sie könnten es noch reißen, aber das würde heißen, dass die Deutschen jetzt hier 22 Tore zielen müssen. So, und auch da wieder Statistik. Shots, 18 Versuche auf der Stürmerreihe von Nico Wohlgemuth, unter 30% Quote. Genauso ging es vorher Max Heuer. Ja. Das ist einfach zu wenig, um in ein WM-Finale einzuziehen. Und jetzt haben wir aber einen richtigen Leckerbissen auf alle Fälle. Thomas Haas, Top-Spieler, krasses Kickerhirn auch, so ein richtiges Mentalitätsmonster. Marvin Velasco, ein sehr junger Spieler, unglaublich technisch versiert. Und das könnten jetzt zwei sein, die haben schon ordentlich Power am Tisch. Also die bringen richtig Energie rüber. Da freue ich mich jetzt drauf. Gegen Michael Stahl und Todd Lofredo. Und Todd Lofredo, das ist auch so eine amerikanische Legende, ne? Den hört man immer wieder. Absolute Koryphäe auf dem Tornado-Tisch, einfach krass geht's stark. Los. Letzte Begegnung in diesem Nations Cup Halbfinale. Ganz kurz, hier kam die Frage nach dem Abo mit dem Prime-Abo. Elias, kannst du da mal den Link für uns posten, bitte? Wir freuen uns natürlich mega, wenn wir Leute haben, die uns ein bisschen unterstützen. Könnt ihr uns noch hören? Könnt ihr uns sehen? Ich glaube, der Chat ist auch eingefroren. Stream eingefroren, Chat geht noch. Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns hören? Hören geht? Hören ja? Hören nein? Hören geht? Danke. Danke fürs Feedback. Da flitzt jetzt einer wieder vom Regiepult runter. Ja. In voller Fahrt. Sofort gefixt. Wir hoffen, dass es schnell erledigt ist. Ja, da vorne läuft es nämlich.
Hat noch nicht also begonnen jetzt. Auf der Leinwand läuft es, die Kamera läuft. Es liegt gerade vermutlich an irgendeiner... am Streaming-Equipment hier. Genau, jemand im Chat hat es schon richtig auf den Punkt gebracht. 18 zu 30. Das heißt, wenn Deutschland gewinnen will, müssten sie 22 Tore erzielen, bevor die US-Amerikaner 10 Tore erzielt haben. Ja. Ja, das ist mal eine... Radiomotoren. Ja, wir machen jetzt einen Podcast. Genau. Das wir ist können mal eine ganz kurz, Ansage. Schau mal, da kam noch mal eine Zwischenfrage, wie es bei den anderen so steht. Frankreich gegen Österreich steht es derzeit 16 zu 20 für Österreich. Und tatsächlich, in den anderen Sprachen ist das Stream on, da funktioniert es mit dem Bild. Bei uns ist gerade Stillstand, aber es sind schon zwei Leute am Start. So. Und da sind wir wieder. Zwei Mausklicks, Daniel Sorger, he's the man. Und ja, okay, wir sind zurück. Puff, sehr gut. So. Die haben auch auf uns gewartet, also ihr habt nichts verpasst. Ja, ihr habt es gehört, wir sind da connected mit dem Final Table. Die Schiedsrichter haben einen Knopf im Ohr und da ist Julian wahrscheinlich gerade heiß gelaufen. Franco, stop that game, stop that fucking game. Klar, ey, wir wollen ja dabei sein. Ja. Das ist ja hier, nee, das geht ja gar nicht. Ja, war einfach nur ein Test für euch, so als kleine Aufreger zwischendurch. Um das Adrenalin noch ein bisschen hier weiter zu treiben. Genau, man vermisst ja Dinge erst oft so richtig, wenn sie weg sind. Und das war so ein kleiner Aufzeiger. So. Todd Lofredo mit der zurückgekämmten Mähne. Wie lange spielt er schon? Wahrscheinlich 30, 40 Jahre. Ja, probiert einen Pass, aber Marvin Velasco hat eine super schnelle und feine 5, also eine Mittelfeldreihe. Ah, schade. Ui, da springt er einen hohen Bogen aus dem Tor raus. Auch dieses Tappen auf den Ball versucht er so praktisch, guckt sich da an. Ob Todd da auf irgendwas reagiert, also wenn er praktisch einmal tippt, macht vielleicht der Todd eine kurze Zuckbewegung, aber der Typ hat die völlige Ruhe. Also ist Hall of Fame Spieler, wie der Chat gerade schreibt. Guter Mann. Ja, erfahren halt vor allem auch, ne? Die Turniererfahrung ist ja hier auch was wert, ja. Was so das Mentale und die Nerven angeht. Aber also wenn zwei das jetzt rumreißen können, wenn dann Thomas Haas und Marvin Velasco. Ja. Genau, einfach weil sie auch die nötige Aggressivität dafür haben und Thomas Haas ist schon immer wieder auch mal in die USA gereist, um Tornado zu spielen. Das heißt, der kann den Tisch auch wirklich spielen, hat eine krasse Verteidigungsreihe, die er zur Stürmerreihe umfunktionieren kann. Also hat einen super Schuss von hinten. Genau, und das hat halt bisher vorher gefehlt, sondern auf dem Tornado waren die Deutschen immer hoffnungslos unterlegen. Ja. Glaubst du, der wird die ganze Zeit hinten spielen? Die ganze Begegnung? Ja, also es ist schon, die klare Vorstellung, also klare Aufteilung eigentlich. Vor allem, man hat auch bloß ein Timeout für eine Sequenz. Also genau, es kann sein, dass die beiden jetzt 22 Tore schießen, aber nur ein Timeout auf 45 Sekunden haben. Mhm. Und da fällt halt auch das Wechseln schwer. Dürften die denn wechseln, wenn die den Tisch wechseln? Ja, nach dem Tor darf man immer die Position wechseln. Ja. Was ist der Unterschied zwischen den Tischen? Da haben wir einen ganz coolen Artikel geschrieben, wenn du dich über alle 5 Tische mal schlau machen möchtest. Die Elias hat den Link schon ganz oft gepostet. Vielleicht kannst du es noch einmal reinhauen, Elias. Wow, nicer Passversuch mit der Torwartpuppe. Das ist immer so ein bisschen risky. Aber so spielt Thomas Haas auch viel auf Intuition. Kann schnell Dinge entscheiden.
Boah, also ich habe gedacht, der fällt schon wieder hinten rein. Und so Dinge können wir uns nicht mehr erlauben. Das können wir jetzt nicht gebrauchen, nee. Genau, vielen da kommt Dank. Der Tischartikel, da kannst du dich einlesen über die 5 vom Weltverband zugelassenen WM-Tische. Aber kurz gesagt, das ist einfach so, eben auf der ganzen Welt wird gekickert und jedes Land hat natürlich auch eigene Tischhersteller zum Teil. So kommt es zustande, dass auf verschiedenen Modellen gekickert wird. Auf dem World Cup sind es 5 zugelassene offizielle ETSF-Tische. Oh yes, hier sind jetzt 2 davon. Schöner Pass da jetzt nach vorn gestreichelt. So Marvin, rein damit. Nur noch 10. Hat er super gemacht. Hat gut. Er nach links angetäuscht und ist zurück und hat zurück in die Mitte geschossen. Ja, ja, da grinst er auch, der Todd. Da hat er gemerkt, dass ihn Marvin rangekriegt hat. So, jetzt mal ein Knallerzieher oder Schieber von Tommy Haas. Wer ist an der Zeit? Und genau das Gegenteil ist leider der Fall. Wird geblitzt. So, jetzt sind sie aber wieder zurück an der Homebase. Ja, Thomas und Marvin können es schaffen. Neno Dinho glaubt dran. Schöne Sache. Noch ist nichts verloren. Das heißt aber eben, dass die 20 Tore erzielen müssen. Während ja. Die Amerikaner nur noch 9 von dem schickes Ding. Sieg hier entfernt sind. Aber nichts ist unmöglich. Wir haben schon alles gesehen auf diesem World Cup. Genau, wir haben schon echt crazy Geschichten gesehen. Aber es sind halt einfach die Amerikaner wirklich auf ihrem Tisch vor allem einfach krass stark. Und holen auch immer wieder Bälle auf den anderen. Also alles, was es für ein erfolgreiches WM-Spiel braucht, zeigen die. Ja, das wollen wir ja auch sehen, ne? Deshalb sind wir ja da. Ja, Tommy konnte bisher seine Monster-Zweierreihe noch nicht so abrufen. Wird auch gut geblockt und das war mega stark von Marvin Velasco. Dreht er voll schnell die Mittelfeldstange um sich so den Ball zu catchen. Und das wird honoriert mit einem Abo, mit einer Subscription. Herzlichen Dank dafür. Danke dafür. Die beiden schaffen das. Ja, die wirken auf jeden Fall von allen Deutschen, die wir bisher gesehen haben, in dieser Begegnung jetzt am souveränsten, oder? Würdest du das auch sagen? Genau, am souveränsten, am sichersten. Deswegen stehen die da auch als Letztes. Also das ist mit Sicherheit schon der Plan von Jörg Hams, dem Nationalcoach, da auch so mental super starke Spiele hinzustellen. Haben auch schon viel Erfahrung für das, dass sie noch nicht so alt sind, die Jungs. Ja, nächster Catch, Marvin Velasco jetzt. Ja, gar nicht. Der stell Marvin dir, Velasco stell hat dir ja bis vor, vor kurzem noch in der Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Ne? Der ist noch gar nicht so alt. Aber er hat schon Junioren-Nationalmannschaft gespielt. Das heißt, der ist auch schon eine ganze Weile dabei. Ja, also eben. Und 2017 mit Jörg Harms Weltmeister in Hamburg. Ja. Und da war er frisch 18 oder so. Also Wahnsinn. Ja, zusammen mit dem Jörg Harms, den ihr auch schon ein paar Mal gesehen habt, der jetzt der Trainer der Mannschaft ist. Aber selber auch noch aktiv spielt. So ein Todd Lofredo sieht da so aus, als würde er da eine Bande schießen. Genau. Das ist immer so ein Zeichen, wenn der Ball in der Mitte aufgelegt wird. Dass praktisch, das ist der ideale Abschusspunkt, um nach rechts oder nach links. Und das macht es schwer zu decken, weil man weiß ja nicht, wo es lang geht. Ja. So, Michael Stahl, bisher sehr wenig in Erscheinung getreten, legt zum Zieher auf. Durch die Mitte. Für die Nationalspieler gibt es aktuell noch kein Gehalt, sondern es ist alles noch so basiert auf Ruhm und Ehre. Und, ja, es kommen so nach und nach Sponsoren dazu. Aber das ist ja das, woran wir gerade arbeiten, was wir hier machen wollen. Wir wollen den Sport größer machen, bekannter machen. Wir haben schon einige Sponsoren gewinnen können, die das auch sehr cool finden, was hier abläuft. Und den Sport, wie ich immer gerne so schön sage, aus der Nische ins Rampenlicht rücken. Genau, ja. Weil es halt auch einfach ein cooler Sport ist. Im Endeffekt, also kickern kann jeder. Zwar nicht auf dem Niveau, aber jeder kann sich an den Tisch stellen, jeder kann mitspielen. Wir haben Rollstuhlfahrer, wir haben Kinder, wir haben Senioren. Wir haben 45 Nationen.
Musst nicht mal die gleiche Sprache können am Kickertisch. Vereint sich alles. Genau, sehr schön gesagt, da vereint sich alles. Boah, den hätte er fast gefangen, Marvin. Also der ist, genau, die beiden wirken wirklich selbstbewusst. Und so, als wären sie sich auch auf dem Tisch sicher. Aber wissen natürlich auch, okay, 10 Tore machen. Schwere Sache, also klasse Spiel. Klasse Spiel von Marvin Velasco in erster Linie. Ja. Genau, nee, es schreibt jemand im Chat, also es gibt schon so viele Schüsse und Schusssysteme oder so. Wenn man sich da mal Gedanken drüber macht und ein bisschen übt, dann hat man schon schnell den Dreh raus, dass man schnell Erfolgserlebnisse hat. Und da hat Michael Stahl jetzt mal ordentlich gegambelt und wollte da so einen super Trickschuss über die Bande reinsetzen, ist ihm nicht geglückt. Der größte Unterschied zwischen den alten Löwen, warte kurz, ich gucke erst noch schnell zu, wie Marvin den jetzt versenkt. Reinballert. Die Löwentische, das waren die alten, die in Deutschland viel gespielt wurden, braune Oberfläche, kleinere Tore und ganz, ganz griffiger, quetschiger Ball, und die Tendenz geht eher dahin, dass die Bälle weniger griffig werden, weil so das Tic-Tac so ein bisschen mehr in den Trend kommt, ja. Gefühlt. Genau. So, Marvin. So, jetzt wäre es wichtig. Ja, jetzt haben wir hier mal den ersten Durchhänger so in der Partie. Das ist das bei diesem Modus, es werden so viele Bälle gespielt. Und normalerweise spielen die ja immer Spiele, wo ein Satz bis fünf geht und wo du zwei Timeouts an 30 Sekunden hast. Also genau, pro Satz. Eine ganz, ganz, ganz andere Nummer jetzt. Da ist halt auch keine Zeit, um sich so zu besprechen, ne? Als Team noch mal kurz die Köpfe zusammenzustecken. Ja, und sie verteidigen Tommy Haas mit ihrem Lagris, mit ihrem Gitter, mit ihrem Stellungsspiel von hinten, die Amerikaner, wirklich, wirklich gut. So, und jetzt hat Marvin gerade auch Probleme. So, durch auf der 5 ist er genial. Genau, aber diese leichte Hängerphase müssen sie jetzt irgendwie möglichst ungeschadet überstehen, um dann wieder Fahrt aufzunehmen. Denn man sieht schon, also ganz klar den Unterschied, Michael Stahl ist jetzt nicht das Beste, was die USA zu bieten hat. Also klar, jeder Spieler, der da spielt, spielt jahrelang und trainiert dafür und macht es sensationell. Aber das ist nicht das Beste, das die USA zu bieten hat. Ja, jemand hat vorher gesagt, ne, die stellen normalerweise die stärksten Spieler so zum Ende auf. Aber in dem Fall dürfte der Toni der Einzelkämpfer sein, der einfach diesen riesen Vorsprung quasi schon mal den Kredit rausgearbeitet hat. Ja, beziehungsweise Toni war es gar nicht, der den Vorsprung erzielt hat. Das waren andere, aber klar, auf Toni Spreaderman auf Position 3, da war auf alle Fälle von den US-Amerikanern eingeplant, dass entweder Toni auf Egalité stellt und aufholt oder im Idealfall Führung ausbaut und die verteidigt. Genau, um so vielleicht ein bisschen unerfahrenen Spieler wie Mike Stahl so Rückendeckung zu geben, also Teamwork. So, Marvin Velasco ist wieder da, schön, wieder ein mega starker Wechsler. So, weiter so, Jungs. Das erste Einzel hat gespielt Raphael Hampel.
Ja, wie beim Staffelschwimmen. Das finde ich einen sehr schönen Vergleich. Das hat der Marc Torres gestern auch schon mal gesagt. Das ist ein bisschen wie so ein Staffellauf. Stimmt, das Team, ja, ne? Es rennt jemand Bild, vor, ja, und dann, ja, drückst du es dem Nächsten in die Hand und so, ja, zieht sich das so alles durch. Und jeder muss eben aber auch seinen Teil dazu beitragen, dass es läuft. Und wenn einer zu langsam war, dann muss der Nächste eben ein bisschen schneller rennen. You snooze, you lose. So, nochmal zur Zusammenfassung. Wir sind im Halbfinale auf der Kicker-WM in Nantes. Deutschland steht im Halbfinale, im Gigantenduell so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Aber Tommy Haas und Marvin Velasco haben jetzt schon Boden gut gemacht, fühlen sich sicher, fühlen sich gut. Bis 40 geht's, also die Amis brauchen noch 8 Tore. Also ein bisschen Zeit bleibt noch. Und come on, Tommy, hol dir den Nächsten, mach gleich mal die Kiste zu. Jawohl. Hat ihn. Ja. So, guck mal, jetzt ist ja plötzlich auch ein bisschen mehr Stimmung da unten, ne? Ja, auf geht's, ihr in Weiß gekleidet. Hey, ihr dürft auch mal schreien und jubilieren. Ja, die Deutschen sind sehr, die freuen sich eher so nach innen. Boah, hier. Krasse Bande, die kommt mit so viel Zug. So, genau, wieder das aus der Mitte, legt zur Bande auf. Und der flippert aber die Kugel mehr durch die Gegend. Boah, nimmt sich viel Zeit, muss aufpassen mit der Zeit. Boah, da feiert er sich richtig ab, Tommy Haas. Hey, die beiden machen ein gigantisches Spiel. Dann hat er super da rausgefischt mit dem Goalie. Ah, jetzt könnte auch mal wieder einer reinfallen. Vorher hat es gleich geklappt. Ja, genau, sag das nochmal. Jetzt könnte aber dann auch mal wieder einer reinfallen. Ja. Gut, musste irgendwann kommen, dass der mal wieder einen trifft. Das Problem ist nur, es war halt auf dem Leo. Da hätten da eigentlich wir gerne die Tore, da tut es doppelt weh. Ja. Ja. Vielleicht solltest du das mit dem Reinfallen ein bisschen spezifizieren, dass der Kicker Gott weiß, in welches Tor er den reinrollen lassen soll. So, hier, Marvin, make us proud. Ja, und ist halt auf dem. Oh, ja, genau so, noch. Genau so. Da, puh. Ja. Man hat vorne auf der Dreierreihe 15 Sekunden Zeit, um abzuschließen. Die nimmt sich aber kaum jemand, ne? Also Zeitfall haben wir vielleicht zweimal gesehen in den ganzen Tagen. Weniger. Der ist auch, wird auch trainiert, also. Man trainiert es tatsächlich mit der Uhr auch mal oder mit einem Timer. Dass man so ein Zeitgefühl, genau, hat, auch in der Turnierstresssituation. Also wenn man Schüsse übt, dass man verschiedene Timings übt praktisch. Einmal noch 2 Sekunden abschießen, einmal noch 10 Sekunden, noch 14 Sekunden, um da die innere Uhr so zu zitrinieren. Mhm. So. 9 Tore. Da liegt er schon wieder. Marvin Velasco auf dem Leo, trifft es sich für ihn ein bisschen leichter. Ihm gelingt es da besser, sauber die Ecken auszuschießen, oder leider auch nicht, der rutscht ihm hinten raus. Wie heißen denn die beiden Moderatorinnen? Mein Name ist Bruno Tschoner. Und ich bin die Uli Schulz. Und wir sind beide vom Deutschen Tischfußballbund. Jawohl. Und deshalb auch nicht ganz unparteiisch. Das ist ein Erfolgsrezept. Was diese Partie hier angeht. Also, erstens mal, genau, in der Chat-Auflage, die Stange am Handgelenk, tappt immer, also wandert mit dem Ball. Und das beste Mittel, das bisher zum Erfolg geführt hat, war praktisch in eine Richtung einen Schuss andeuten. Todd Lofredo fährt dahin. Ja. Und dann im nächsten Moment gleich in die andere zurück. Oder also so in eine andere Lücke, ne? Und genau. Ja. Und Wechsler nennt sich das. Also tack, tack, so ein bisschen der Häschen-Move, so. Ja. So, muss da richtig hart arbeiten. Tommy Haas geht hart in die Lager. Aber safe den Ball und der kommt raus auf Marvin Velascos Dreierreihe.
Noch 7. Schöner Schuss an der Verteidigerpuppe, lang vorbei. Jawohl, Jungs. Auf geht's, Jungs. Aber da sieht man mal, wie viel es braucht, bis genau die deutschen Fans so richtig laut werden und auch sich praktisch die anderen, die Spieler gegenseitig pushen. Es ist schon echt eine ruhige Truppe. Ja. Ist das quasi wie die WM? Das ist die WM. Es ist der World Cup. Ja. Es ist wie die WM, nur dass gleich ganz viele Spiele gespielt werden. Boah. Einzel, Doppel, Mixed. Hast du das gesehen? Den hat Tommy Haster nach vorne geschweißt. Der kommt bei Marvin Velasco auf der Dreierreihe an. Deutschland. Die holen noch auf. Rappelt sich hoch. Und ist zumindest schon wieder mit beiden Beinen am Boden mal. Weil vorher hingen sie noch in der Luft. So. Zieherauflage. Hat er Probleme bei der Ballauflage? Der landet wieder da. So, der wird jetzt. Eieieiei, schöner Schuss ins lange Eck. Oh, bisschen Diskussion. Da gab es Regeldiskussion. Und wie ich gesehen habe, hat den Todd Lofredo jetzt geschossen, den Ball, und da vorne reingeknallt. Oh, das ist interessant. Da muss er Tommy Haas jetzt einfangen. Okay, es geht um Ablenkung. Irgendjemand hat ein Geräusch gemacht. Ja. Ja, das wird dann. Ja, Ablenkung ist nicht erlaubt, ne? Und das ist schwer zu beurteilen natürlich von hier, aber es ist so, da reicht ein kleiner Laut oft schon aus, dass man abgelenkt ist. Ja. Und genau das sagt Tommy jetzt praktisch, als der Ball in seinem Verteidigerbereich war und er versucht hat, den zu fangen, ja. Hat wohl Michael oder Todd da ein deutlich hörbares Geräusch von sich gegeben. Und die Schiedsrichter sind aber jetzt nicht eingeschritten. Genau. Dafür stehen sie ja da alle beide. Okay, so, noch 5 Tore für die USA, 12 für die Deutschen. Vorher hat es jemand ausgerechnet, jetzt steht es praktisch 10-5. Mathemäßig bin ich unter aller Kanone, wer kann denn das ausrechnen, wenn es bei diesem Rhythmus bleibt, ob da noch was geht? Da nur geht noch was. 6. Es geht doch was, guck mal. Come on, guys. Schöner verzögerter Pass an die Bande. So. Das ist machbar, ja, das ist machbar. Hol ihn, Tommy, hol ihn. Boah, da war eigentlich gar kein Platz. Sehen wir den im Replay? Leider nicht. Und der hat richtig Wut im Bauch jetzt, Thomas Haas. Das ist nur noch mentale Stärke ab jetzt, ja. Ja, es ist überhaupt die größte Komponente beim Kickern. Irgendwann ist das technische Niveau so stark, dass es da ganz viel einfach um Entscheidungen treffen, wenig Fehler erlauben, wie in anderen Spitzensportarten auch. So, und jetzt wird der Weg für die US-Amerikaner immer kürzer. So, jetzt müssen sie. So, und jetzt wird es halt einfach knapp, jetzt muss fast jeder Ball rein und das weiß Marvin Velasco. Aber Marvin ist einer, der kann unter Druck spielen. So. Meine Güte, was macht und jetzt der denn da vorne? Jetzt ist auch Michael Stahl mittlerweile in der Partie im Spiel angekommen. In der Partie angekommen, ja. Ist jetzt aber sehr unschön. Da hast du noch vorhin gesagt, der ist so ein bisschen unscheinbar in der Partie. War er auch, ja. Lang, aber das ist das bei so einer Länge im Spiel, also wenn da so viele Bälle gespielt werden, genau, da kommt für jeden mal die Zeit, wo es einen Flow gibt. Ja, die wäre jetzt mal für Marvin gekommen. Jawohl, er ja, macht's klasse. Also spielen die beiden, Tommy Haas und Marvin Velasco, spielen ein klasse Spiel und genau, kämpfen bis zum letzten.
Die geben alles. Starker Block. Genau, jetzt wäre es an der Zeit, da hinten irgendwas ins Tor bei Tommy zu legen, dass da nichts mehr durchkommt. Boah, den fängt er. Wow, aber das ist schon stark. Da ist Todd Lofredo, genau, dass noch keine Bande von Tommy Haas ins Tor geschafft hat, ist auch ein Verdienst für super Stellungsspiel von Todd Lofredo, der da viel im Ansatz schon erkennt und antizipiert. Da könnt ihr euch anschauen, wie man richtig gut verteidigt im Kicker. Wahnsinn. Fischt sich einen Ball von der Fünferreihe nach dem anderen. Jawohl. Sehr gut. Wieder nur noch sieben. So nah waren wir schon öfters dran auf nur noch sieben. Ja. Aber es reicht halt nicht, ne? Die Amerikaner, so, jetzt geht's. Zwei Punkte. Todd Lofredo wieder nach vorne. Der Routinier. Boah, schöner Pass. Wie Klack, wie es da klatscht. Ja. Der, ja, soll man dazu sagen, ne? Ja, der, genau, der kann halt so ein Spiel dann einfach auch mit ein paar Bällen entscheiden, Todd Lofredo. Es sieht so aus, als würde die USA das über die Ziellinie bringen. Auch wenn die Deutschen noch zucken. Schöner Schuss. Gut. Genau, und das richtig im Chat, so spät im Spiel, Todd Lofredo jetzt nach vorne zu stellen, ist ein guter taktischer Kniff, weil Tommy Haas gegen den einfach noch nicht viele Bälle gehalten hat, muss sich völlig neu einstellen. Guter taktischer Kniff. Und jetzt ist Matchball um den Einzug ins WM-Finale im Tischfußball für die US-Amerikaner. Ja, guck mal, wie er in die Knie geht, Tommy Haas, da wie er arbeitet. Ja. Volle Spannung. Und es ist Michael Stahl, der den Deckel drauf macht. Am Ende ist es ein 40-32. Und da ist jetzt Emotion mit am Start. Tja, die Amis feiern. Das heißt aber, für Deutschland geht es dann ins Spiel um Platz 3. Naja, Thomas Haas ist nicht zufrieden mit der Entscheidung oder beziehungsweise auch mit der Nichtentscheidung vom Schiedsrichter. Irgendwas hat ihm da gar nicht gepasst. Ja. Hören wir mal rein. Hört ihr was? An dem lag es nicht. An dem lag es nicht. Nee, die zwei haben alles gegeben. Thomas Haas und Marvin Velasco haben also eine grandiose Leistung gezeigt, eine kämpferische, grandiose Leistung. Ja. Verloren ging das Spiel leider. Aber guck mal, wie fair. Schau mal kurz, die alle hier umarmen sich nochmal, klatschen ab. Ja, danach ist immer alles gut. Ja, da, guck. Die kennen sich halt aber auch alle, ne? Ja. Die sind ja zum Teil auch wirklich gut befreundet, weil die Community halt doch dann relativ klein ist. Aber es ist halt so, ne? Es ist der World Cup. Diskussionen nach Spielschluss sind wohl die Regel. Ja, vor allem der Thomas, der war da eben halt überhaupt nicht glücklich mit dieser der Ablenkung. Oder was er als Ablenkung empfunden hat. Boah, und jetzt schau dir mal eine Zahl an. Marvin Velasco. 19 von 27 Pässen hat er angebracht, 70% Passquote im Mittelfeld und 60% Schussquote auf zwei verschiedenen Tischen.
Saves 10 von Tommy Haas sind also absolute Top-Zahlen. Ja. Top-Werte. Verloren gegangen ist das Spiel leider in den Blöcken zuvor. Ja, muss man so sagen. Max Stoffel, Max Heuer. Die sind nicht so richtig reingekommen irgendwie, ne? Haben sich irgendwie unwohl gefühlt. Da lief gar nichts zusammen. Dann gegen Tony Spreademan, da kannst du nicht einkalkulieren, dass du da guten Boden gut machst. Ja, vor allem wenn man halt schon mit so einem großen Minus da reinstartet, ja. Ne? Das ist. Sie hatten es echt nicht leicht, aber Platz 3, also es geht ja noch ins Weiter um das Spiel um Platz 3, ne? Das wäre also die Bronzemedaille. Ist noch in erreichbarer Nähe. Ich habe noch ein Abo bekommen, herzlichen Dank. So, das heißt jetzt aber, Abo immer gut. Wie geht's denn hier weiter? Das heißt jetzt, wir haben jetzt die Amerikaner, die ziehen ins Finale ein gegen? Ist noch offen. Läuft nämlich gerade hier im Hintergrund. Wir können uns wieder auf Full Screen. Here we go in big. Da hinter mir. Geht so zum Gucken? Soll ich so bleiben? Ich könnte auch mal den Blick frei machen auf die Final Area. Das ist die Mitte, die ihr. Nee, dahin. Das ist die Mitte, die wir streamen. Und rechts und links laufen jeweils noch zwei andere Spiele. Genau, und da seht ihr Frankreich gegen die Österreicher. Genau, und da steht 37-26 für die Franzosen, für die Österreicher. Genau, die spielen auch ein klasse Turnier. Das ist jetzt ein bisschen unerwartet, Bruno. Du hast ja gesagt, wir sehen Deutschland gegen Frankreich im Finale. Sorry, wir müssen bitte? Kurz ins Interview. Ja, wir schalten aber ins Interview. Right now together with me, Terry Rue and Tony Spreademan. They just reached, the whole team just reached the finals. Congratulations, first of all. Great performance by the Americans. So, firstly, how was the opponent? How tough was the match? So, first, the German team is stellar. A lot of our friends, we kind of all know each other. They're very talented. They never give up, ever. So, you always have that pressure of knowing that they're going to hang in there. It's also what makes it a good match to watch. You are the... Exciting match. Oh, yeah. You are the world champions and the title holder from 2019 from Spain, and you just reached the finals again. So what's your feelings right now? We have a completely different team than we had in 2019. So I just want to say I'm really proud of our guys who have stepped up in a really difficult position, a really, really unfamiliar position. We're gaining a lot of our newer guys are gaining a lot of experience. So, to be honest, I'm really proud of where we are with, and especially when no one really gave this team a chance. So, Terry, people all around the world are watching you right now, and I'm pretty sure you have a big message to people in America and in Europe. So, what's inside you, in you, and what you want to say to people who are supporting you? Thank you. We love what we do. We love people. We get the love reciprocated back. We're enjoying the environment that we're in and all of our friends. And thanks for the support. Appreciate it. Thank you guys so much for the interview. Congratulations to reaching the finals. We will have the next upcoming matches here in the final area. Women national teams will be playing America against Germany. So I'm pretty sure we will see again great show by the Americans here. Thank you so much for the interview and see you later.